Schwiegermeister, Schwiegersohn, Dieter Nuhr und Werner Kohl. Meine Damen und Herren, hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin gespannt, was uns heute wieder erwartet. Ich sehe schon, was mich erwartet. Mich erwartet ein Karnickel von Frau von Sinn. Wo haben Sie das denn jetzt wieder her? Wenn Sie heute nicht lieb sind, ja. Herr Walder, ja. Gibt es richtig Krawall. Jetzt schon ein bisschen Angst. Super geil. Wir fangen an, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Nordrhein-Westfalen. Dort wohnt Henry Sontrop in Kempen. Kempen in Nordrhein-Westfalen. Henry Sontrop hat eine sehr schöne Frage. Henry Sontrop möchte wissen, was ist ein Übungsgummi? Ja. Gibt's denn dazu Lachen? Hallo? Ein Übungsgummi ist sehr belastungsfähig. Ja. Ein Übungsgummi. Sport, also Sportarten, bei denen mit einem Ball gespielt wird, der den Mitspieler verletzen kann. So, wenn man jetzt anfängt, ich sag einfach mal Hockey, weil das so ein Ball ist. Vielleicht übt man im ersten Lehrjahr als angehender Hockeyspieler mit einem Übungsgummi. Das ist dann so eine Art Softball aus. Ich will mich jetzt nicht unbedingt auf Hockey festlegen, aber auch als Anregung an meine Mitstreiter. Tennis zum Beispiel. Es gibt ja Menschen, die sind so unsportlich, dass sie zum Tennisspielen keinen Partner finden, aber gerne dieses Racket schwingen und gerne auf den Ball eindreschen. Und dann gibt es ja diese Station, da hängt dann ein Tennisball an einem Gummi dran. Und man schlägt den Ball weg, dann kommt der zurück. Man schlägt den Ball weg, dann kommt der zurück. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Darf ich ganz kurz eine Hoffnung von mir Ausdruck verleihen, dass es sich nicht um Bungee-Springen handelt? Was wäre denn dann der Übungsgummi beim Bungee-Springen? Ja, der Übungsgummi. Schade, tot. Ja. Tja. Ich finde Sport aber ganz gut. Es gibt doch diese Übung, dass man so rennt und zieht irgendwas hinter sich her. Ein Autoreifen oder irgendwie ein Hochhaus. Was? Und das, ja, Sprinttraining. Irgendwie so ein Sprinttraining. Und das, da ist man an so einem Gummi fest, wo man so von so einem Gummi wegrennen muss. Aber ich glaube, Sport und Freizeit ist gut. Wegen, wie wir sind zum Beispiel mit Climbing, Free Climbing. Und die haben ein Übungsgummi. Oder zum Beispiel auch Artisten. Nein, hallo. Ja, nein, also ein Übungs. Nein, ich bin jetzt bin ich im Zirkus. Und oh ja. Jetzt weiß ich doch. Den Eindruck habe ich den ganzen Tag. Den habe ich hier schon seit 3 Jahren. Das Übungsgummi ist natürlich für Hochseilartisten, die ihre dreifachen Salti probieren und haben bei diesen Proben das Übungsgummi, damit sie, wenn sie festgehalten werden, aber wenn es darum geht, für viel Eintritt im Zirkus Krone es zu präsentieren, dürfen Sie dieses Gummi nicht mehr benutzen, weil das heißt ja ohne Netz und doppelten Boden. Was sagen wir dazu? Das ist falsch. Richtig. Ich warte auf den Tag, dass Sie irgendwann mal fragen, was sagen wir dazu? Hohecker sagt richtig und Sie sagen richtig. Ja. Ich glaube, die Stunde ist nicht mehr fern. Wären wir schaffen denn, das heute. Wären Sie denn in der Lage, auch wenn Sie erstmal Ihren Blick noch mal kurz auf dieses Killerkaninchen richten, wären Sie in der Lage, uns zu sagen, ob wir mit unserer Vermutung, dass wir uns im Sport aufhalten sollten, richtig liegen? Oder? Wäre ich in der Lage, ja. Ja, und? Jetzt mach ich. Ach so. Ich sage einfach mal, ich könnte jetzt ausschweifen, weil es wird aber zu weit führen. Ich sage einfach mal falsch. Völlig falsch. Okay, ganz gut. Bei einem ersten sowas von verkehrt. Dieter, aber so Dieter schlimm verkehrt. Habe ich lang, aber so dermaßen verkehrt. Sehr gerne. Okay, gut, wir haben es verstanden. Entmutigend auch. Dieter? Ist das vielleicht für unsere. In Polizeistaaten wird der Polizeiknüppel ja gerne eingesetzt. Und das ist ja ein sogenannter Gummiknüppel. Und zu Übungszwecken wird er innerhalb der Brigade eingesetzt und wird aus einem wesentlich weicheren Gummi, in anderen Worten, man kann das unterscheiden, wenn man beide hochhält. Ja. Der normale Gummiknüppel geht so hoch, der andere Gummiknüppel macht diese Form. Ja. Und ich dann. Wir haben es.
Ich bin für Groupiers. Ich bin Kann ich vielleicht erstmal erfahren, ob meine Antwort richtig war? Hey, nur, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich bin jetzt in einem Spielcasino bei Menschen, die fingerfertig sein müssen. Sowohl mit dem Mischen oder auch bei Zauberern. Mischen oder die Groupiers. Fingerfertig müssen sie sein, ist genau. Gar nicht so schlecht. Also ich bin bei einem Übungsgummi dafür, dass Menschen ihre Finger trainieren und aha, wir sind in der Medizin, wir sind bei Chirurgen. Was sagen wir dazu? Falsch. Richtig. Nee, ist nicht schlimm. Komm. Also es ist auch nicht so ein Gummiband, also so ein Haushaltsgummi, dass man sich einfach um den Finger stülpt, zum Beispiel auch um als Bergsteiger die Fingermuskulatur zu trainieren. Ich habe ja vorhin... Ich war ja schon beim Fry-Cleaning. Ich habe ja vorhin verlautert. Wie heißt das? Fry-Climbing! Fry-Cleaning. Da wäre man schon zutrauen. Fry-Cleaning. Fry-Cleaning. Jeder Fry-Cleamer hat ja auch ein Putbill. Natürlich. Aber Medizin ist gut, ja? Ich war ja vorhin, als ich dieses Killerkaninchen gesehen habe, habe ich ja gesagt, ich benehme mich anständig. Ja. Und werde euch nicht helfen, aber ich werde zumindest ganz lieb sein und eine kleine Information geben. Ja. Es ist aus Gummi. Das neue Jahr fängt gut an, Freunde. Es ist aus Gummi. Und es wird zum Üben benutzt. Und ich habe es sofort gewusst. Aha, oh ja, Sex. Und ist Sex. Ein junger Mensch tritt in das Sexuelle. Nee, das sag ich. Nein, du darfst, aber ich komme schon mal. Hab ich kurz die Antwort. So, hat Dieter. Jemand für mich die Moment. Zigarette danach? Moment. Oh, ist nur Spaß, ist nur Spaß. Dieter, also, Dieter. Ist ganz klar, Dieter. Ein junger Mensch tritt in die Phase seines Sexuallebens ein. Sozusagen. Und er weiß, er hat am Abend seinen ersten, Geschlechtsverkehr. Ach so. Und braucht natürlich am Morgen dann das Übungsgummi. Kennst du den Film Verrückt nach Mary? Ja. Wo diese Szene... Ja. Meinst du mit dem Haar? Ja, genau. Natürlich. Wo diese Szene... Was macht der vorher? Ich will darüber nicht reden. Ja, ja. Jetzt hat er es verstanden. Oh, ich habe so lange Jahre verdrängt, jetzt ist es wieder da. So, also. Jetzt löst mal. Schlagzeug. Es handelt sich um eine runde kreisreichige Gummiabdeckung, die man auf die Snare oder auf die sonstigen Trommel legt, um darauf geräuscharm Schlagzeug zu üben. Was sagen wir dazu? Richtig. Auch immer bei so Fernsehaufzeichnungen. Ne? Absolut richtige Antwort. Ich musste ja nur ihre Hobbys durchgehen, aber Sex war nix, also Schlagzeug. Sex, Hunde, Pferde war nix. Trommel. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und Henry, es tut mir leid, aber das war genau die richtige Antwort. So, jetzt gehen wir mal nach Stuttgart, meine Damen und Herren. Dort wohnt Thomas Jänicke, der eine sehr schöne Frage hat, wie ich finde, hört genau zu. Warum wurde vor dem Frankfurter Hauptbahnhof Ausgang Poststraße ein langer roter Strich auf den Boden gemalt? Warum? Oh, ist das für eine Schlange, dass man weiß, wie man sich gruppieren muss, wenn man also vor dem Postbankschalter steht, um dort Geld einzunehmen? Weil wir wissen, dass wir bei der Deutschen Post sehr, sehr lange warten müssen. Hallo, Hauptbahnhof, nicht Deutsche Post. Ach so, Hauptbahnhof, ja, Ausgang, Poststraße. Ja, die Poststraße heißt Poststraße. Ja, ist doch ganz klar. Ja, bitte. 25 Meter sind meines Erachtens 2500 Zentimeter. Richtig. Und wenn jeder Zentimeter für eine Minute Verspätung steht, ich erwähnt, dass ich neulich einen pünktlichen Zug hatte und ich habe es gedacht und dann habe ich erst gemerkt, er war 24 Stunden zu spät. Aber es hat mit der Frage nichts zu tun. Nein, aber wenn ich höre Bahnhof, wenn ich höre Poststraße und wenn ich höre roter Strich, dann denke ich auf dem Strich gehen. Roter Strich am Bahnhof, hinterm Poststraße. Soweit dürfen Prostituierte gehen. Poststraße. Und nicht weiter. Und nicht weiter, weil sie sonst den Bahnverkehr aufhalten. Manchmal bin ich so müde. Ich gebe euch mal noch eine kleine Information, die euch vielleicht helfen kann. Nicht nur am Ausgang Poststraße, sondern auch an allen Ausgängen.
wurden lange rote Striche auf den Boden gemalt. Wir haben jetzt den Ausgang Poststraße nun mal genommen, vielleicht weil es der erste war. Er hat was mit den Drogensüchtigen zu tun. Ich meine, wir sind in Frankfurt am Main. Wir sind in einer der Hauptstädte unseres sehr schönen, beliebten Landes. Ja. Ist das eine Warnung für Junkies? Also ihr dürft euch da draußen in diesen Toiletten rumtreiben, aber bis dahin und nicht weiter? Denken Sie drüber nach zu Hause, könnte es richtig sein. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Also, es geht immer noch um die Frage, warum am Frankfurter Hauptbahnhof ein 25 Meter langer Strich ist und nicht nur einer. Könnte das sein, richtig sein mit den Drogenabhängigen? Wahrscheinlich nicht, die sind so zugedröhnt, die sehen auch den roten Strich nicht mehr. Ich habe ja noch gar nicht. Ich habe eine Idee. Ja. Vielleicht hat das mit Ratten zu tun. Vielleicht gehen ist das, also der dass sie nicht weiter Strich. Gehen dürfen. Ja, die wissen, da ist ein roter Strich und wenn die das sehen, denken sie, och, roter Strich. Ich geh mal woanders lang. Und das ist so ein Halbkreisstrich, 25 Meter. Ein Halbkreisstrich. Nein, das ist gerade der Strich, ne? Ja, ein Strich ist immer gerade, oder? Das ist eine Ideallinie, stimmt's? Also für ich kenne das. Für was? Für den Reisenden. Du kommst jetzt mit 5 riesigen Gepäckstücken und musst zum Gleis 25B. So, und der Service der Bahn, ja. Nicht? Service bei der Formel 1. Was ist der kürzeste Weg? Damit du eben nicht so viel schleppen musst. Ja, wobei Rot ja eigentlich immer nach landläufiger Meinung Gefahr signalisiert. Ne? Wenn was Rot ist ja immer dann schon Schnelligkeit, Tempo, Feuer, sonst was. Also glaube ich, dass es vielleicht ein Hinweis ist, um so schnell wie möglich im Brandfalle zum Beispiel oder auch einfach Junkie-Alarm, sonst wie schnell auszuweichen. Taxifahrern auszuweichen, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich glaube, dass der Strich vor, hinter dem Eingang kommt ja die Rolltreppe normalerweise, die hochführt. Die Rolltreppe steht und davor muss gewarnt werden. Und da die Rolltreppe immer steht, kann man den Strich auch auf den Boden malen. Statt ein Band. Aber der rote Strich geht in alle Ausgänge. Der rote Strich ist an allen anderen Bahnhofsausgängen. Herr Balder, darf ich eine Frage stellen? Ich weiß, Sie hassen es. Dennoch möchte ich sagen, ich gebe dass keine wir Antwort. Bitte. Im Zuge der Weltmeisterschaft letztes Jahr im Kölner Hauptbahnhof wundervolle Deckengemälde hatten mit berühmten Fußballern. Jetzt nähern wir uns, glaube ich, der Antwort in Windeseile. Nein, ich wollte eine Frage stellen, ob diese roten Striche etwas mit einer Aktion zu tun haben, 500 Jahre roter Frankfurter Bahnhof. In Frankfurt. Oh Gott, nee. Folgende Idee: Vielleicht ist es ein Wegweiser. Und zwar markiert er, sind die überall 25 Meter lang oder jetzt nur zufällig an der Poststraße? Ich stelle eine einfache Frage, Herr Balder. Ich mich interessiert es gar nicht mehr. Also an der Poststraße ist er 25. Vielleicht ist das der direkte Weg zu einem Schalter oder zu einem Informationsding, den man einfach folgen muss. Oder wenn man herausgeht, wie komme ich überhaupt raus aus dem Ding? Oder wenn ich davor bin, wie komme ich gar nicht rein, wenn ich nicht zum Bahnhof will? Sowas in der Art. Oder? Ein Wegweiser. Nein. 25 aber es wird so unoriginell. Das ist das Problem. 25 Meter. Da fällt mir aber was ein, weil 25 Meter. Du hast aber wieder Zug am Laden. Nee, Schatz, ich bediene euch alle. Das ist ein Thema, 500 Jahre spricht. Ich sag jetzt gar nichts mehr. 25 Meter? Da brauchen wir bei Ella keine Angst haben. Aber 25 Meter, 25 Meter ist ja die Distanz, die wir früher als junge Leute bei Bundesjugendspielen zurücklegen mussten. Da Schwimmen. Das nein, laufen auf. Ich komme ja aus der Du schwimmst. Inzwischen läuft man 60 Meter. Dass da 25 Meter in Ermangelung von Sportstätten, gerade Hessen, gerade Frankfurt, sehr, sehr arme Gegend mittlerweile, dass man da gesagt hat, Kinder, wir machen die Bundesjugendspiele spaßeshalber einfach mal im Hauptbahnhof und laufen da diese 25 Meter Strecke in die Ausgänge rein, dass man da vielleicht einfach zur Sportlichen Also ich weiß nicht, ob die überall 25 Meter lang sind. Das kann ja sein, was dass die überall ist denn, mit Sonnenuhr? So, das sind ja vor dem Bahnhof, das sind ja die Hochhäuser. Ja. Wenn jetzt die Sonne um diese Hochhäuser herumwandert, werfen die sich ja Schatten. Diese roten Striche markieren bestimmte Uhrzeiten. Wenn also der Schatten... Dieser rote Strich, der markiert... Und das kann nur Polizeihubschrauber von oben erkennen, oder was? Ja, ich glaube, okay.
Ich fand den der Ansatz markiert gut. Was. Dieser rote Strich markiert eine Grenze. Bis dahin werden die Koffer von Kofferdienst getragen oder bis dahin dürfen Taxifahrer kommen, um die Gäste ins Taxi zu schleifen. Bis dahin darf man den Trolley fürs Gepäck benutzen. Und das finde ich gut. Und dann? Dahinter? Nicht mehr, dahinter ist verboten. Wird man erschossen. Dahinter muss man Pfand bezahlen. Was passiert dann mit dem Wagen dahinter? Wenn der bleibt stehen, da ist ein Kabel drin. Und dann wird eine automatische Bremse eingeschaltet. Richtig. Ja! Ja. Also Dieter Nuhr hat es vorbereitet. Hintergrund, jedes Jahr wurden der Bahn Kofferkulis im Wert von 30.000 Euro geklaut. Also einer. Ja. Und dagegen wird jetzt seit letztem Jahr vorgegangen. Auf den Bürgersteigen vor den Bahnhofsausgängen sind Kabel im Boden verlegt, die permanente Funksignale aussenden. Überquert man diese Linie mit seinem Kofferwagen, wird das Vorderrad des Kofferwagens automatisch blockiert und man kann den Wagen nicht weiter schieben. Diese Grenzen sind mit roten Strichen auf den Böden vor den Bahnhofsausgängen markiert und deshalb befindet sich auch am Ausgang Poststraße ein 25 Meter langer roter Strich. Auf und deswegen Boden. Kommen die Leute mit den Bierkästen auch immer mit diesen Wagen von Plus vorbei. Und verbiegen den total. Ja. Genau. Ja, Thomas, es tut mir wahnsinnig leid. Das geht ja richtig gut los. Also es soll auch so weitergehen, Herr Balder. Herr Balder! Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass wir heute noch ein bisschen Geld unter Sie ausstreuen können, unter Ihnen unter euch. Wenn Sie Fragen haben, meine Damen und Herren, schicken Sie uns die ein. Genial, daneben 50616 Köln, rufen Sie an 01378 1011, senden Sie eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de oder kommen Sie zu uns nach Hürth-Kaltscheuren, wie Peter Köster aus Attendorn, das liegt im Sauerland, der ist heute Abend bei uns. Peter, wo sind Sie? Peter. Peter, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Peter Köster aus Attendorn. Da fällt mir ein schöner Limerick ein von Attendorn. Ja, der Rattenfänger aus Attendorn, der blies auf seinem Rattenhorn. Heraus aus der Stadt, was den Schwanz hinten hat. Er selber blieb drin, denn er war anatomisch einfach anders gebaut. Also pass auf, jetzt geht's los. Peter, es geht um 500 Euro, Bar auf die Hand. Herr Balder, bei einem Limerick muss er sich auch am Ende reimen, habe ich schon mal gehört. Kann man dir den Videotext aber noch mal nachlesen? Kann man nachlesen. Ja, genau. Sehr schnell. Peter Köster aus Attendorn möchte wissen, was ist ein Windstreuer? Haben Sie da eine Ahnung, was ein Windstreuer ist? Luftfahrt. Das ist für ein Windstreuer. Ein Windstreuer. Luftfahrt. Du warst bei Luftfahrt? Wo warst du? Ich war im Bereich der künstlichen Besamung. Ja. Ja, an welchem sonst? Ja, klar. Also, Windsteuer. Damit beschäftige ich mich den ganzen Tag. Das glaube ich. Kommt endlich mal in der Sendung vor. Entweder ist es ein Streuer, eine Art Pfeffer. Ihr habt zu lange gezögert, Jungs. Das macht die Hella nicht mit. Also, ja, nein, das macht die Hella nicht mit. Also, entweder handelt. Ihr Lieben in der Regie, lasst Hella einfach reden, bleibt mal auf Dieter, ich möchte ihn einmal leiden sehen. Entweder handelt es sich um einen Pfeffer- oder Salzstreuer. Oder? Nein, lass mich das zumindest ausführen. Ja, das ist falsch, oder? Doch oft sagt man doch etwas Salz, etwas Pfeffer, etwas Wind. Gerne. Nein, pass auf, es gibt doch einfach. Es gibt punktuelle Streuer, pack, 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 Salz, Pfeffer auf Mai. Na gut, Pfeffer jetzt nicht auf Mai. Okay, also, es geht nicht um diese kleinen Keramik oder was auch immer, Kätzchen, nein. Eselchen, die Salz oder Pfeffer aus sich rausstreuen. Und das windförmig verteilt wird und nicht punktuell. Es geht also um etwas, was den Wind streut. Nein. Wir sind also im Angelsport. Nein! Ihr seid... Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Abend auch Dieter Nuhr begrüßen darf. Der jetzt gerne etwas sagen möchte. Ich bin im Bereich der künstlichen Besamung.
Das ist ja ein langer Prozess. Ich bin ja bei Nein, Pflanzensamen müssen verstreut werden. Ja. Und da gibt es Automaten, die schmeißen die. Und es gibt welche, die verlassen sich darauf, dass ein Windchen weht. Was ist ein Windstreuer? Eine Pflanzensteuer ist der Automat, der die Pflanzen. Was ist ein Windsteuer? Ein Löwenzahn. Eben nicht. Okay. Ein Insekt. Eben nicht. Okay, okay. Löwenzahn ist kein Windsteuer. Aber in jedem Fall ist Windsteuer eine Pflanze. Löwenzahn ist ein Schirmflieger. Eine Birke. Okay, aber eine Birke. Aber was ist ein Windsteuer? Moment, eine Birke zum Beispiel ist ein Windsteuer. Das weiß ich, weil ich habe die immer auf den. Hast du es auch? Auf dem Brot, auf dem Ei, wo das Salz auch ist und das Pfeffer und der ganze Scheiß. Und die, also okay, also pass auf, Pflanze ist ja richtig. Pflanze, aber wie funktioniert der Windsteuer? Also der Wind weht durch die Äste des Baumes, packt sich eine Polle. Weht, so heißen die Dinger, die in den Baum wohnen. Im Gegensatz zur Biene. Weht die weiter, dann landen die so in der Fresse von so einer anderen Polle. Die befruchten sich und dann vermehren die sich. Geh mal vom Baum weg. Pflanzen! Gräser! Ja, eine Sonnenblume ist ein Windsteuer. Also wie funktioniert ein Windsteuer? Was? Wind bläst auf die Genträger ab von Pflanze zu anderer Pflanze. Zu Genempfänger. Setzt sich fest, pflanzt sich fort. Oogamie nennt man das übrigens. Was? Wenn es ein männlicher zu einem weiblichen, wenn der hinfliegt, dann ist das Oogamie. Dann hat das ist alles. Ich dachte, was heißt Pfeffern? Aber nein, das kann ich so nicht gelten lassen. Algenpilze pflanzen sich. Das kann ich so nicht gelten lassen, weil das kein Windsteuer ist. Sie hat ja schon gesagt, ein Löwenzahn ist kein Windsteuer, sondern ein Schirm. Ein Schirmflieger. Ein Schirmflieger. Nein, wir sind falsch. Wir liegen völlig daneben. Wir sind total bescheuert. Wir alle. Ist die Pflanze. Richtig. Nein, und zwar, es geht gar nicht um die Besamung und die Befruchtung. Es geht, wenn die befruchtete Pflanze einen Samen entwickelt hat, wie der weiter wegkommt, während man nämlich beim Löwenzahn durch das Schirmchen weit wegfliegt, um dort auf der Erde seine Wurzeln zu setzen. Nein. Macht der Windstreuer das mit Hilfe des Windes. Er fliegt weg über ein anderes Land. Er setzt sich nieder in eine Krume. Er hält sie fest und sagt, du wirst meine neue Heimat sein. Und deine Wurzeln graben sich fest. Eine Pflanze entsteht und ein Baum wächst. Also. Ihr seid ja. Ein Windstreuer ist eine Pflanze, die diesen Samen oder Pollen oder was auch immer nicht von alleine absetzen kann, sondern den Wind braucht, um sich zu vermehren. Das ist ja alles richtig. Ich möchte nur wissen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Windsteuer und einem Schirmflieger? Der Schirm! Ja? Ja, okay, also eine Flugzeug. Das ist der Unterschied zwischen Fliegen und Streuen. Ein Schirmflieger versammelt sein Erbgut unter einer Art Schirm oder ist sehr punktuell. Also ich sag mal, 1, 2, 3 kleine Spermien. Wo trägt der Schirmflieger den Samen hin? Weg. Wohin? Weit weg. Wo trägt der Windsteuer den Samen hin? Ganz in die Nähe. In die Nähe, also so weit wie der Wind, in eine Richtung. Sich herum. Also wo der Wind ihn hinträgt. Ich glaube, Peter, wir müssen es so gelten lassen. Wir können es nicht anders machen. Es ist wunderbar. Richtig beantwortet. Jawohl! Also, Windsteuer ist zum Beispiel Klatschmohn. Man wird Klatschmohn immer finden mit ganz viel Klatschmohn auf einem Haufen, weil der Wind nämlich einfach nur den Samen kurz weg und direkt daneben wieder fallen lässt. Deswegen wachsen die immer zusammen. Wobei also der Schirmflieger weit weg trägt. Also ihr habt es ja dann doch mit also großer Anstrengung. Ach, und das sind natürlich jetzt drei! Das sind jetzt drei! Kann man dann daran auch so die Himmelsrichtung feststellen? Wie er Moos immer auf der Westseite, deswegen im Westwind, müsste der Klatschmund sich doch in Westrichtung, Ostrichtung, Hören Sie bitte die nächste Frage vorlesen! Also Windsteuer heißt ich deswegen. Ich hab doch nur eine Frage gestellt! Ich will es ja gerade erklären. Also Windsteuer heißt er deswegen, weil das wirklich wie eine Art Salzstreuer funktioniert. Dass wirklich der Samen, also wie bei einem Salzstreuer, einfach unbedacht irgendwo. Ach, da hab ich doch die Fährte gelegt. Sie haben die Fährte. So, mit der Himmelsrichtung, das weiß ich nicht. Das ist auch wurscht. Ja. Das ist auch egal. Also Peter, es tut mir wahnsinnig leid, ich hätte Ihnen gerne das Geld gegönnt, aber was sollen wir machen? Wir haben mal wieder eine Redensart, ihr Lieben. Und zwar von Heike Ramfort, sie wohnt in Hagen. Und Heike möchte wissen, Jacke wie Hose. Woher kommt das? Woher kommt diese Redensart? Jacke wie Hose bedeutet so viel wie macht keinen Unterschied, ist an sich vollkommen wurscht. Ich glaube, das kommt aus dem Militär. Ich glaube, das kommt aus dem Militär. Also ich meine gerade so im kölschen Karneval, da haben die Roten und Blauen und Spinatfunken und wie sie alle heißen. Spinatfunken gibt es im Kölner Karneval? Nein, es gibt irgendwie Spinat das sind die mit dem Blut, ne? Ei oder was, das sind diese grünen, gelben, ist auch egal. Also ich glaube, Jacke wie Hose könnte aus der Militärschneiderei kommen und bedeutet,
egal was du für eine Uniform hast, du wirst eingezogen und musst in den Krieg ziehen. Okay. Ja, ich glaube, also wenn wir Militär, finde ich schon sehr gut. Was mir einfällt, ist, in der Wehrmacht gab es ein universelles Textilstück, das jeder Soldat mit sich herumtrug. Das war die Dreieckszeltbahn. Und die wurde eingesetzt zum Beispiel, um ein Ein-Mann-Zelt zu bauen, als Poncho, als Nierengurt, was auch immer. Gab es verschiedene Verwendungszwecke. Vielleicht war das auch laut Dienstvorschrift Jacke wie auch Hose. Und wir daher sollten uns vom Militär verabschieden. Okay. Ja. Aber könnte es vielleicht zusammenhängen mit ein bisschen Militär, lass ich nochmal einfach übrig. Könnte es was zu tun haben mit der amerikanischen Besatzung, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg heimgesucht hat, wo dann amerikanische GIs zum Beispiel in Hessen, Rheinland-Pfalz und so durch die Gegend vagabundiert sind und haben sich den Mädchen genähert. Und da haben die Mütter dann gesagt, it's like Jack or Hoss. What? Weißt du? Jack or Hoss ist mir doch egal, du lässt dich mit denen nicht ein. Das kenne ich, nur anders. Ich kenne es nur aus Berlin, kurz nach dem Krieg. Wenn der Amerikaner fragt, what's your name? Und das Mädel sagt, was sie alle nehmen, 50 Mark. Aber, Ich komme nicht dahin. Ist ja gut. Nee, ich aber so, Besatzung ist nicht so... Was nochmal? Besatzung ist nicht so, überhaupt nicht richtig. Okay, ich bin jetzt ganz kurz in der Meteorologie. Hose, Windhose. Windhose, gibt es irgendetwas, was uns entfernt an Jacke erinnern könnte? Gibt es eine Windjacke? So nach dem Motto, egal was mein Feld verwüstet, ob es jetzt eine Windhose... Oder eine Windjacke ist. Oder eine Sturmjacke. Bei der Windjacke sind die Wirbel an der Seite. Es war nur eine, ich habe überlegt. Jacke wie Hose. Es handelt sich natürlich wieder um eine Lautverschiebung. Ja, es ist natürlich sowas. Wieder ein mittelalterlicher Mist. Mittelalter ist gut. Ja, aber es hieß vorher. In welchem Jahrhundert sind wir denn? 17. Richtig. 17. Jahrhundert. Das ist Mittelalter, oder? Also 1640. Jacke wie Hose. 1648, Ende des 30-jährigen Krieges, Osnabrück. So. Entschuldigung, Dieter, komm raus. Er hat Geschichte studiert, sag du es nur. Ja. Hab ich denn eine Ahnung von Jacken und Hosen? Aber ich glaube, dass es sich um die gleiche Menge Stoff handelt, ungefähr. Und dass der Schneider gesagt hat, das ist mir Jacke wie Hose, bedeutet einfach nur, er hat den Stoff und ob er eine Hose daraus macht oder eine Nicht Jacke. Nicht die gleiche Menge. Ist es vielleicht das gleiche Gewicht? Der gleiche Stoff an sich. Der richtige Stoff. Antwort zur Lage. Ja. Also. Im 17. Jahrhundert, das 17. Jahrhundert kann man sozusagen als die Geburtsstunde des Anzugs bezeichnen, denn da ging man dazu über, Jacke und Hose aus demselben Stoff herzustellen, was vorher nicht der Fall war. Und richtig. Für den Schneider macht es vom Stoff her keinen Unterschied, ob er nur eine Jacke oder eine Hose schneiderte. Und das war völlig egal, wurscht. Und diese Bedeutung fand dann Eingang in den allgemeinen Sprach. Und was ganz interessant ist, ist, dass das Mittelalter im 17. Jahrhundert bei dir noch stattgefunden hat. Das ist wie lange ging das denn? Wann hörte das denn auf? Ja. 1500 und ja. Feier. Echt? Da war das schon vorbei? Ja. Ging ganz flott. 1000 Jahre. Ist das also 17. Wer lässt schon seine Kindheit gern vergessen? So! Heike, es tut mir leid, es gibt leider kein Geld. Also, pass auf, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir mal zu Erika Naujoks aus Berlin. Die verwandt ist mit Ingo? Nein, ne? Also, Erika Naujoks wohnt in Berlin und möchte wissen, was ist ein Lüsterweibchen? Ein Lüsterweibchen. Ein Peter. Lüster ist ein Lampenschirm. Lüsterklemme ein kennt Lüster man ist ja. Ein Lüster. Ein Lampenschirm. Ein Lüster ist ein Lampenschirm. Ist kein Lampenschirm. Ein Kristallleuchter. Nein, aber es gibt einen Lüsterklemme. Ein Kristallleuchter. Ja. Und wir sind im Bereich von Kristallleuchtern. Ja. Und ein Lüsterweibchen, naja, weil die das ja gerne mal so schrauben. Da gibt es so eine Art was? Schale und eine Art Kerzen. Pass auf, ich Kinder, gespannt, die Ruhe bleibt. Jetzt Face it, Sissy Teil 3. Wir sind für eine Kristalllüster. Das ist richtig. Ja, und die ja gerne schon mal auch so kerzenförmig geklöppelt werden. Warum heißt es denn Lüsterweibchen? Ja, bin ich doch gerade dabei. Ich möchte sie doch nur vor einer Peinlichkeit retten. Ach. Ich sag nichts mehr, Höckerchen, du bist wahr. Warum? Also, wenn ich schon so gewarnt wir sind ja, es ist ja richtig, Frau Wanzel, wir sind ja bei einem Grund. Bei einem Kristall. Weibchen. Ja, und Weibchen.
Ja. Lüstermännchen glaube ich nicht. Nee, nee, gibt's nicht. Nee. Ein Weibchen, also ich sag jetzt mal, es gibt ja auch wirklich Lüster, die, wo so Kerzen, Kerzen in einem. So. Die Kerze an sich ist ja eher fallisch designt und ist aber immer auf so einer kleinen Schale. Schale, Vagina, auffangen, weiblich. Deswegen ist für... Ja, hallo Sigmund! Ich hab's gewusst, das freut mich. Ich bin also der Meinung, dass das Lüsterweibchen die Schale ist, auf der die alte Kerze drauf ist. Aber dann müsste es auch ein Lüstermännchen geben, nämlich die Kerze an sich. Nee, das ist ja die Kerze. Ach so. Danke, dass mit Sie da Kerze, sind. Die Kerze, die mit zunehmendem Alter an Kraft verliert. Ja. Weibchen. Dieter. Erzgebirge. Wo? Erzgebirge. Ja. Schnitzerei. Ja. Es gibt so Männchen, da kann man so Räuchermännchen, da kann man so kleine Kegel reinstellen, dann brennen die, qualmen. Und es gibt Lüsterweibchen. Räuchermännchen. Hab ich doch gesagt. Ja, hab ich nicht gewollt. Und es gibt Lüsterweibchen möglicherweise, die mir persönlich nicht vorgestellt wurden, aber die stehen da und die halten halt so ein Kerzchen. Und die passen zu diesen Räuchermännchen sozusagen. Die Lüsterweibchen passen zu den Räuchermännchen. Also, ich mache... Warum heißt der Lüster? Ich probier's mal anders. Wiegalt. Wien, Schloss Schönbrunn, 17. Jahrhundert, frühe also Neuzeit. Oder spätes Mittelalter, je nachdem, wie man das sieht. Der Kaiser holt seine Verwandtschaft an den großen Tisch und der Lüster wird entzündet. Und das wird gemacht von einer speziell ausgebildeten Dienerin, der tritt leider nicht umzugehen, weiß. Und diese Dienerin nennt man von alters her, gerade auch in der KUK-Monarchie, das Lüsterweibchen. Wenn die, ja. So, jetzt die bin Lüster ich beim Elektriker an sich. War ein Lehrberuf bis, glaube ich, Ausgang des Mittelalters in Österreich. Was war ein Lehrberuf? Was? Lüsterweibchen. War ein Lehrberuf. Ja, was wolltest du mal werden? Ah, ich werd Lüsterweibchen. Ich dachte, der Ausgang des Mittelalters in Österreich war 1920. Ich glaube, ein Lüsterweibchen ist ein lustiger Ausdruck für Elektriker, für den Elektriker an sich, um einen zum Beispiel kastrierte Elektriker. Ja, auch das. Um zum Beispiel, ist das eine kleine Isoliersituation oder etwas, was die Familie zusammenhält? Denn sind das nicht wir Weibchen, Herr Weiß? Kann ich das ganz kurz mal so stehen lassen, den Gedanken? Wir müssen ein bisschen Werbung machen und dann sind wir gleich wieder da, meine Damen und Herren. Bis gleich. Also, da sind wir wieder. Was ist ein Lüsterweibchen? Wir haben schon rausgekriegt, dass es sich um einen Lüster handelt, um einen Kronleuchter. Idee. Ja, um einen Kronleuchter, der mit Kerzen leuchtend hoch an der Decke eines wunderschönen Stuckschräg-Krummbaus hängt. Zum Beispiel. Braucht man eine lange Stange, die oben umknickt und darunter befindet sich ein rockartig aussehendes Element, mit dem man die Kerze ausmacht. Das nennt man das Lüsterweibchen, weil dieses rockartige Element die Bezeichnung Weibchen hat und für den Lüster da ist, um die Kerzen auszulöschen. Das insofern falsch, weil das nennt man nicht das Lüsterweibchen, das nennt er das Lüsterweibchen. So, jetzt habe ich mal eine ganz platte, jetzt habe ich mal was ganz Plattes. Also, aber Sie waren schon bei Stuck, wir sind in großen Palästen, in großen Sälen. In der Regel gibt es in der Mitte einer Decke einen sehr mächtigen, einen sehr dominanten, einen sehr großen, prächtigen Lüster. Und es gibt aber in den Ecken kleinere Lüster. Die sogenannten Eckenlüster. Nee, die sogenannten, wie heißt die Frage? Lüster. Letzte Chance jetzt. Meine Mutter selig hatte drei Kristalllüster an ihrer Decke hängen und ich frischte mein Taschengeld auf, um sie zu säubern. Wen? Ich musste das, ja, diese Lüster. Ich musste sie abschrauben, die Kristallbiester mit spülen, abtrocknen, wieder aufhängen. So. Und diese Lüster hatten gerne schon mal diese,
Herr Hoecker, zischt mir irgendwie in die Antwort. Lass dich nicht rausbringen. Lass dich jetzt nicht rausbringen. So. Es läuft so. Pass auf, pass auf. So, und da gab es oft also diese Kristallverstrebungen, die in der Mitte zusammengeführt wurden mit einem kleinen, ich sag's mal, dank mal Krüger, Nippel, der auch aussah wie ein Nippel. So, jetzt ist Juli. Falsch. Letzte Chance. Ist das eine Schnur, mit der man den runterlassen kann? Nein. Ein Lüsterweibchen. Wenn ein Weibchen, also eine Frauengestalt, dekorativer Bestandteil eines Lüsters, also eines Kronleuchters ist, oh nein, dann spricht der Antiquitätenhändler von einem Lüsterweibchen. Nein, nein. Hier. Ja. So sieht das aus. Aber ist das ein mieses Team hier, das ist falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Das sieht einfach so scheiße aus, da kannst du nicht drauf kommen. Ja. Da will man auch gar nicht drauf kommen. Aber es ist so, das ist ein Lüsterweibchen, so sagt zumindest der Antiquitätenhändler zu dieser Art von Leuchter. Erika Neujörgs in Berlin, 500 Euro, Applaus für Sie, sehr schön. Sehr gut. Was hat das jetzt mit Kristall zu tun gehabt? Das war ein klobiges Holzweibchen. Ja, wir hätten es trotzdem lösen können und nicht hier merkwürdig mit so... Gibt es denn auch Lüstertierchen und Lüsterpudelchen und Lüsterkühlschränkchen? Lüstermännchen gibt es dann eventuell auch. Vielleicht, aber Lüstermännchen glaube ich eher. Also ich glaube, das Lüsterweibchen ist schon mehr so. Aber das wäre die Stelle, er hat gesagt, Lüstermännchen gibt es nicht. Das wäre die Stelle, wo wir jetzt Protest einlegen. Sie hören von meinem Anwalt. Von meinem Anwalt hören Sie. Ist auch ein Leuchter aus dem frühen Mittelalter. Also so 17, 18. Mit Kristall hatte das nichts zu tun, weil wahrscheinlich Kristall erst 200 Jahre später geschliffen wurde. Quatsch, wir gehen nach Brandenburg. Und zwar... Das finde ich jetzt süß. Endlich mal nach einem Jahr. Wir gehen nach Brandenburg und zwar nach Schulzendorf. Dort wohnt Stefan Sellmann. Stefan Sellmann möchte wissen, was versteht man unter der sogenannten Auflaufkrankheit? Oh, Auflaufkrankheit. Fettleibigkeit, würde ich sagen. Auflaufkrankheit, das ist was passiert bei Tokyo Hotel Konzerten, wo ganz, ganz viele junge Menschen aufeinander laufen und dabei krank werden. Quetschverletzungen in der ersten Reihe. Ist das eine Hautverletzung durch zu viel Sonneneinstrahlung? Weil die obere Schicht eines Macaroni-Auflaufs, die wird ja so angebräunt. Das ist Lasagne, ne? Oder? Ja, oder auch bei Lasagne, wenn das oben so fest wird. Ja, also wenn man zu lange... Also wären wir in der Hautmedizin. Ja. Was sagen wir dazu? Falsch. Richtig. Ich werde missbraucht von Ihnen als Objekt der Aussage. Ja, sag doch einfach Der Häme. Gehäme. Also ich hatte auch zwei... Also wenn es Krankheit heißt, dann sind wir in der Tiermedizin oder in der Humanmedizin? Weder noch. Sie ist der... Ja, dann kommt man ja bei Krankheit. Ah, in der Psychologie. Pflanzen. Baumchirurgie. Genau. Pflanzen. Klar. Schon wieder bei Pflanzen. Wenn auf einem Auflauf eine Blume wächst? Ist das denn, ja, man weiß welche denn zum Beispiel? Ein Windbestäuber zum Beispiel. Ist denn das richtig? Ja, die Auflaufkrankheit ist, wenn der alte Windbestäuber zu viel Samen gesetzt hat und zu viel Pflanzen und die einzelnen Pflanzen zu wenig Sonne bekommen. Dann nennt man das also ein Auflauf von Pflanzen und die einzelnen Pflänzchen krepieren, dann ist das bei Pflanzen die Auflaufkrankheit. Nee. Sind wir denn bei... Also Pflanzen ist richtig. Ja, Pflanzen ist richtig. Es gibt mit Sicherheit einen Aufläufer. Das ist eine bestimmte Pflanze, Käfer. Die zum Beispiel eine... ich denke an eine andere Pflanze, die wächst sich erstmal so unten fest, dann wächst sie so langsam hoch, unten, das kann sterben, scheißegal. Die wächst immer weiter, umschließt das ganze Element und... Das ist einfach, ein ganz bestimmter Efeu. Pilz, der langsam, Pilz aber sicher den Baum hinaufläuft, sozusagen. Der Pilz läuft den Baum hoch. Der wächst langsam, aber sicher den Baum hoch. Ein ziemlich großer Pilz dann irgendwann. Der wächst um den Der wächst so rum. Ach so, okay. Und der, wie, man, wie so ein Hauptpilz halt. Du und weißt das ist doch. Dann die Krankheit des Baumes. Oder ja, genau. Aha. Weil das ist die Auflaufkrankheit. Nee, das ist halt bestimmt irgendwas mit Wurzeldruck und osmotischem Sog zu tun. Du erinnerst dich, oder? Dass wir natürlich da nicht gekommen sind. Wenn durch den Kapillardruck. Ja. Durch wen? Kapillardruck. Ich bin gerade so ein bisschen, kompletter Unsinn. Kapillardruck ist keine normalerweise, der Baum transportiert ja
das Wasser nach oben durch so einen Wurzeldruck, Kapillar, na, Osmose, verstehst du, was ich meine? Ja, na klar. Und wenn da jetzt irgendwo, sagen wir mal, in der Mitte der Specht oder irgendwer zu heftig, dem Baum zugesetzt hat und der Wurzeldruck nach oben zieht immer mehr Wasser auf, aber es kann nach oben nicht weitergeleitet werden, dann gibt es ein... Gibt es einen Auflauf innerhalb des Baumes, das Wasser läuft da auf und das führt zu einer Krankheit. Ich möchte noch mal auf Herrn Bonings, Lasagne, Macaroni, was auch immer, Auflauf zurückkommen. Denn du kriegst ja einen Auflauf nur zum, ich sag mal, jetzt Erblühen, weil wir ja im Pflanzenreich sind, der Käse und alles wird so lecker, durch Hitze. Das heißt, die Auflaufkrankheit ist eine Krankheit einer Pflanze, die zu... die durch zu hohe Hitzeeinwirkung entstanden ist. Und dann nicht mehr essbar ist. Ist das vielleicht eine Krankheit, die einfach aussieht wie ein Auflauf? Und es gibt auch die Weibchenkrankheit, die aussieht wie ein Weibchen, Herr Balder. Wie ein Lüster. Und es gibt auch den Lüsterauflauf. Ist das nicht komisch, dass das, was wir hier machen, dass das ein richtiger Beruf ist? Seltsam alles. Aber es handelt sich also um eine Krankheit im Pflanzenreich, ja. Die mit Auflauf in irgendeiner Form zu tun haben kann. Also entscheidend das Aussehen wird es ja sein. Weil woran denkt man sonst bei Auflauf? An etwas, was aufläuft. Ich habe noch nie einen Blumenkohl gehabt, aber ich stelle ihn mir so vor. Ah, Blumenkohlkrankheit. Das ist gut, das war eine Blumenkohlkrankheit. Auflaufkrankheit. Hast du als Kind nicht auch einen Blumenkohl gehabt? Ich glaube... Aber beim Tierreich, ist das vielleicht einfach ein blindes Tier, was gegen so einen Baum rennt und eine Kerbe reinhaut? Ich sag's euch. Ist das vielleicht eine Pflanze, über die zu viele Leute drüber gelaufen sind? Ja, wie der war! Der Huflattich! Der Huflattich! Ich hatte ja eine furchtbare Geschichte von dem Huflattich. So, jetzt rein drüberlaufen. Jetzt sag ich's euch endgültig. Also, Auflaufkrankheit. Wenn die Keimblätter junger Pflanzen aus dem Boden sprießen und aufgehen, dann spricht der Gärtner von der Auflaufphase. Pflanzen, die in diesem frühen Stadium von einer Krankheit befallen werden, leiden dann unter der sogenannten Auflaufkrankheit. Ganz junge, kleine, so eine Kinderkrankheit für Pflanzen. Ja. Sowas. Stefan Sellmann aus Schulzendorf, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ja, es ging gut los, hat dann stark nachgelassen. Es wurde immer später. Aber ihr wart schon sehr gut. Ihr wart sehr, sehr gut. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen noch mal die Adresse. Genial daneben 50616 Köln. Können Sie Fragen hinschicken. 01378 18 120. Können Sie anrufen und fragen @genial daneben. Unsere E-Mail-Adresse für wunderschöne Fragen von Ihnen. Und dann klappt es vielleicht. Dann kriegen Sie vielleicht 500 Euro oder Sie vielleicht. Es war sehr schön, aber der Anfang ging richtig. Also, es war sehr gut. Und Hellas Hase muss zum Zahnarzt. Sie sind falsch gewachsen. Das ist ein Kaninchen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war genial daneben. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann.